Kommt die globale Energiewende schneller als gedacht? Ja, viele andere sagen, sie kommt überhaupt nicht. Jedenfalls schaffen wir die Ziele niemals, nie und nimmer. Und das hat ganz viel damit zu tun, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Dynamik die Energiewende vonstatten geht. Und darüber spreche ich heute mit dem Marc Kugel. Hallo Marc. Hallo Tobias. Erzähl uns mal kurz, was du machst und wer du bist und warum du als Experte in meinem Podcast bist. Ja, was ich heute mache, ist, ich bin Gründer des Startups Sontag Energy. Wir planen, bauen und betreiben sogenannte Agri-PV-Anlagen. Wir installieren Anlagen über landwirtschaftlichen Flächen für Landwirte. Mhm. Warum ist das spannend? Ich kann die Fläche doppelt nutzen. Mhm. Also ich habe keinen Flächenverlust. Ich kann auf der Fläche mit fast keinen Einschränkungen Landwirtschaft weiterhin betreiben. Wir fokussieren uns gerade auf einmal klassisch Sonderkulturen, also hier am Bodensee, Obstbau, Äpfel, wo wir so eine Art Dachsysteme über den Äpfeln haben, die gleichzeitig auch Hagel- und Starkregenschutz sind. Habe aber für den Hof nochmal eine große finanzielle Säule, die ich ihm bieten kann. Mhm. Das haben wir Anfang des Jahres gegründet. Von dem her sind wir da sehr tief in der ganzen Photovoltaik-Thematik drin. Ich bin aber ursprünglich, komme mehr so aus der Innovations-, der Unternehmertum-Ecke. Das ist auch das, was ich studiert habe. Bin studierter Wirtschaftsingenieur. Ah, okay. Was mich am meisten geprägt hat, ist, glaube ich, im Master an der TU München ein Zusatzstudiengang für Innovation, bei dem Studenten der LMU und der TU München zusammengekommen sind, 20, 25 Studentinnen. Mhm. Und diese Klasse 2014, genau 10 Jahre jetzt her, hat jetzt rückblickend über 20 Startups gegründet, die mehr als 3000 Mitarbeitende beschäftigen und mehr als 15 Milliarden Firmenwert geschaffen haben. Mhm. Also ich komme aus der sehr, sehr schnellen Geschwindigkeit, der schnellen Startup-Firmenbaukultur. Okay. War da viel auch im Bereich erneuerbare Energie oder war das einfach so allgemein? Durch die Bank eigentlich. Mhm. Viel Software natürlich, so in der ersten Welle. Und du selber hast ja auch Startups, mehrere sogar schon gegründet. Das ist jetzt mein drittes Startup, genau. Was waren die anderen und was ging's? Davor war es auch eine Art Thema Nachhaltigkeit. Wir haben so eine Art Airbnb für Kameras und Drohnen und so weiter, eine Plattform entwickelt. Mhm. Weil du hast ja eine Kamera, du jetzt vielleicht nicht, aber die meisten Leute verwenden sie dreimal im Jahr. Ja. Und so kannst du sie von anderen mieten. Okay. Da haben wir die Plattform gebaut, auch sehr spannend, einfach um den sozusagen Konsum von Produkten zu reduzieren, aber trotzdem den Zugang zu erhöhen. Ja. Das zweite Startup war im Raumfahrtbereich. Also ich komme sehr stark von der Elektrotechnik-Hintergrund. Also da Energie war auch schon immer ein Thema. Da haben wir Forschung im All und Produktion im All günstiger und schneller gemacht. Wir haben da die NASA als Kunde zum Beispiel gehabt, hatten viele Raketenstarts auch und hatten da Kunden eigentlich in 25 Ländern, um deren Forschung im All zu ermöglichen. Ganz anderes Thema. Okay, also das erklären nochmal ganz kurz, was war da der Beitrag? Also habt ihr da irgendwas in die Umlaufbahn geschickt? Genau, also im Endeffekt haben wir einen Logistikdienstleister gebaut, der nicht nur die Logistik macht, sondern auch die Technologie. Mhm. Wenn du zum Beispiel ein Krebszellenforscher bist, siehst du, dass du im All Zellwachstum beschleunigt siehst. Das heißt, du kannst Dinge einfach in Zeitraffer beobachten. Du kannst Krankheiten in Zeitraffer entstehen lassen und das ist für die Forschung extrem spannend und extrem wertvoll. War aber bisher, bis es uns damals gab, Juri heißt, gibt es heute auch noch das Startup, war das sehr teuer und sehr ineffizient. Mhm. Und wir haben sozusagen auch hier ein Rundum-Sorglos-Paket gebaut für Wissenschaftler auf der ganzen Welt, um deren Forschung auf die ISS und andere Raumschiffe zu bekommen. Okay, also das ist dein drittes Startup. Wie alt bist du? 34 jetzt. Okay, mit 25 hast du angefangen, also. Ja, genau, circa. So alle 3 Jahre eins oder so. Sozusagen, ja. Okay. Wir reden heute über die Energiewende. Über den Obsthof habe ich ein Video gedreht, wo er auch drin vorkommt, was ich euch natürlich hier verlinke. Aber heute geht es darum, dass ja viele Leute sagen, das schaffen wir sowieso nicht, die Ziele, oder wir sind viel zu langsam. Da gibt es ja unterschiedliche, die einen sagen, ja, es hat eh keinen Zweck, ich fliege jetzt trotzdem 15 Mal um die Erde. Die anderen sagen, es hat ja eh keinen Zweck, jetzt klebe ich mich halt an, weil ich sonst nicht weiß, was ich tun soll. Und du sagst aber eher, na, vielleicht kommt die globale Energiewende schneller als gedacht. Also es geht schon um die globale Energiewende, oder? Die Energiewende kann nur global funktionieren, weil wenn ein Alleingang von einem Land funktioniert nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, auch schon einer der falschen Wahrnehmungen. Also Deutschland ist nicht allein, sondern Deutschland ist eigentlich hinten dran, wenn man so will, im Vergleich zu zum Beispiel China. Ja. Ich glaube, das ist schon das erste, die falsche Wahrnehmung, die da drin ist. Genau.
Ja, das finde ich eben spannend, heute mal den Blick auf ein bisschen aus der Vogelperspektive auf das Thema zu wenden. Ja, vielleicht auch, das ist kein Wunder, dass du was mit dem All zu tun hast und mit Raketen. Du bist vielleicht so ein bisschen wie Elon Musk in Nett dann oder so, ja? Von der Thematik. Ja, manche werfen ja den Deutschen oder den Europäern vor, dass, wie sie es tun, sie geradezu beweisen, dass es nicht geht. Das ist vielleicht eine provokative These, aber würde mich mal interessieren, was dich oder wie du das siehst als relativ junger Mensch auch noch. Ne? Ja, also ich glaube, da schwirren einfach ganz viel Dinge rum, die teilweise auch schon wieder veraltet sind. Mhm. Ich habe mal rausgezoomt und weil du gefragt hast, was ist meine Expertise, die kommt hauptsächlich aus dem Thema disruptive Innovation. Also ich habe mir auch in der Forschung an der Uni damals viel angeschaut, wie entsteht eigentlich Innovation und wie werden alte Technologien durch neue ersetzt. Mhm. Und sie werden eigentlich nie linear ersetzt, also sie werden nie irgendwie jedes Jahr irgendwie 5% mehr, sondern sie werden eigentlich immer innerhalb von 10, 15 Jahren komplett ersetzt. Also man hat eigentlich so eine typische exponentielle Kurve. Okay. Und das ist eigentlich schon der erste Hinweis. Solche Übergänge passieren extrem viel schneller, als man denkt. Okay. Und ich hole mal kurz sozusagen die Vogelperspektive ab. Wir haben heute ca. 90% der Emissionen kommen aus Energie, aus Transport, aus Nahrungsmittelproduktion. Ja. Ja. Und in allen diesen drei Sektoren sind wir an einer Bilderbuch Disruption. Mhm. Ich erkläre gleich, was Disruption bedeutet. Ja. Das heißt aber, dass sozusagen die alte Technologie in rasanter Geschwindigkeit ersetzt wird durch eine bessere neue Technologie. Mhm. Ich gebe das Beispiel mal Analogkamera versus Digitalkamera, damals Kodak. Ja, klassisches Beispiel in einer Innovationstheorie. Eine disruptive Innovation ist eine Innovation, die am Anfang schlechter ist in der Haupteigenschaft des Produkts. Digitalkameras hatten eine schlechtere Qualität und waren eigentlich teurer als Analogkameras. Darum haben sie lange, wurden belächelt und deswegen gibt es sozusagen, gab es noch keinen Massenmarkt. Es gab aber eine Nische an Leuten, die gesagt haben, hey, es gibt Eigenschaften von Digitalkameras, die spannend sind. Ich kann digital speichern, ich kann wieder löschen, ich kann mehr speichern, ich muss nicht jedes Mal einen Film kaufen, um sozusagen Dinge zu speichern. Und das zeichnet auch eine disruptive Innovation aus, dass sie am Anfang eine Eigenschaft hat, die interessanter ist für eine kleine Zielgruppe. Über Zeit wird aber in der Haupteigenschaft, nämlich Preis und Qualität in dem Fall, die Digitalkameras jedes Jahr besser. Mhm. Und jedes Jahr klauen sie mehr Marktanteil. Mhm. Und das kann man in der typischen Innovations-X-Kurve sozusagen darstellen. Am Anfang sehr langsam und ab dem Punkt, wo der Preis- und Qualitätsunterschied nur noch marginal ist, geht es durch die Decke. Okay. Weil dann sozusagen der normale Verbraucher denkt, ja, ich wäre ja blöd, jetzt noch eine Analogkamera zu kaufen, weil das kriege ich ja zum gleichen Preis eine Digitalkamera oder sogar günstiger, habe aber die ganzen anderen Vorteile noch zusätzlich. Okay. Das heißt, es geht dann exponentiell hoch und flacht dann irgendwann wieder ab, wenn die Sättigung erreicht ist. Mhm. Und gleichzeitig, deswegen heißt es X-Kurve, geht die alte Technologie runter. Ja. Ja, Analogkameras, gleiche Geschichte, kann man erzählen für Pferdekutsche zu Auto, damals auch. Es gibt ein Bild von New York City 1900, die ganze Straße voller Pferde, ein Auto. Mhm. Es gibt ein Bild von 1913, gleiche Straße, nur Autos, ein Pferd. Also 13 Jahre hat es gedauert, um komplett das Bild von New York zu verändern. Okay. Und das vor 100 Jahren. Und ich glaube, das ist so, was die meisten Leute unterschätzen, diese Geschwindigkeit von solchen Kurven. Mhm. Und wir sehen das jetzt gerade in der Photovoltaik, weil du gesagt hast, da passiert ja gar nichts, das ist viel zu langsam. Mhm. Es gibt eine lustige Kurve von der Internationalen Energieagentur, wie sie jedes Jahr vorhersagt, wie PV-Photovoltaik sich entwickeln wird. Mhm. Und jedes Jahr extrapoliert sie linear weiter. Mhm. Und die reale Kurve ist aber exponentiell. Also die reale Kurve ist einfach fast senkrecht nach oben und jedes Jahr sieht man so die Vorhersagen, wie sie einfach linear weitergehen. Also die Vorhersagen werden jedes Jahr übertroffen, aber es wird deutlich dann trotzdem übertroffen. Im Modell angenommen, dass sie... Das ist dann weiter... Also jetzt haben wir mal ein gutes Jahr gehabt, aber dann stagniert es wieder. Genau. Und das ist total lustig zu sehen, wenn man sozusagen einmal diese S-Kurve im Kopf hat und wie schlecht dann die Mainstream-Vorhersagen sind. Und auch einfach mal in den Kontext zu geben, wir haben als Menschheit 2004 in einem Jahr 1 Gigawatt PV zugebaut, in 2010 in einem Monat, in 2016 in einer Woche, letztes Jahr an einem Tag. Mhm. Und dieses Jahr werden wir wahrscheinlich 2 an einem Tag bauen. Mhm. Also wir werden dieses Jahr so viel PV bauen wie 2 Jahre 2004er Jahre. Also Deutschland? Die Menschheit global. Die Menschheit global. Genau. Mhm. Okay. Und das ist so spannend. Und wenn man jetzt anschaut, die drei Sektoren nochmal, Energie wird Kohle, Öl, Gas ersetzt durch Photovoltaik, Wind und Batterien. Mhm. Und ein großer Faktor, wieder zurück zu sozusagen die Haupteigenschaft bei Energie, ist eigentlich Preis. Mhm. Photovoltaik ist in den letzten Jahren, als krassestes Beispiel, in den letzten 10 Jahren um über 90% gefallen in den Kosten und ist heute, glaube ich, 98% der Welt die günstigste Form der Energieerzeugung. Mhm.
da geht es nicht mehr um Ideologie, da geht es nicht mehr um Subventionierung, da geht es um rein wirtschaftliche Interessen. Wenn ich jetzt eine indische Kommune bin, dann wäre ich blöd, ein Kohlekraftwerk dahin zu bauen, weil PV ist günstiger. Mhm. Es ist in den meisten Fällen sogar günstiger, das Kohlekraftwerk stillzulegen und nebendran eine neue PV-Anlage zu bauen, ist günstiger als der reine Betrieb des Kohlekraftwerks. Und wird das auch gemacht? Und das wird auch gemacht. Okay. Und das geht wieder zurück zum Thema China. Mhm. Die bauen zwar viel noch zu, gerade an Kohle, aber wenn man genauer reinschaut, werden die am Ende gar nicht mehr betrieben. Also teilweise sind die auf 20-30% Auslastung nur oder sie werden am Ende gar nicht mehr angeschaltet, weil die im Prozess merken, okay, wir haben zwar jetzt viel investiert, aber eigentlich macht es mehr Sinn, nebendran eine PV-Anlage zu bauen, die günstiger ist. Und das ist so spannend, dass jetzt die wirtschaftliche Dynamik so stark geworden ist in Richtung der Erneuerbaren, dass es nicht mehr aufzuhalten ist. Okay, also wir kommen noch zu weiteren Beispielen gleich, aber für mich ist es tatsächlich ein interessanter Punkt, weil wir in Deutschland, wir denken das ja extrem über Subventionen, über Anreize, über Bestrafung, über Steuerung und so weiter. Und wenn ich das richtig verstehe, ist diese Innovationskurve oder die Disruptionskurve gerade beim Beispiel Digitalkamera oder solchen Sachen, ist ja nicht über Anreize und Subventionen entstanden, sondern natürlich sozusagen. Ja, würde ich beide Seiten sehen. Ich glaube, am Anfang von so einer Innovation war es genau richtig, dass wir als Deutschland das subventionieren für die Welt. War sozusagen, wenn man will, unser Geschenk an die Welt damals. Was wir dann total falsch gemacht haben, ist nicht die Industrie noch mit aufzubauen, sondern haben dann wieder die alten Zombie-Industrien, Kohle versucht, noch am Leben zu halten. Aber grundsätzlich, wenn die Kostenkurve noch am Anfang ist, macht es schon Sinn, staatlich, wenn man das will, zu fördern. Aber am jetzigen Punkt, wo wir jetzt sind, ist es nicht mehr notwendig. Okay, also du meinst bei Photovoltaik, ich habe so ein Beispiel im Kopf, Mobilfon. Ja, also in afrikanischen Ländern war es ja so, dass die eine miserable Infrastruktur hatten. Also ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, ich kenne mich nie wirklich aus, aber ich erinnere mich, dass es so war, dass man schwierig telefonieren konnte. Und dann gab es die Mobilfone und plötzlich waren die top vernetzt und es ging ruckzuck und niemand, der vorher mal irgendwie Telekommunikationsleitungen hätte legen wollen, hat noch einen Job gehabt. Das ging einfach von alleine. Das heißt, du meinst, das ist auch jetzt, wir sehen das nur nicht vielleicht, aber es ist auf der restlichen Welt so, dass Photovoltaik gerade das ersetzt. Total. Wenn man sich den Zubau global anschaut letztes Jahr, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube 80% oder mehr des Zubaus war erneuerbar, PV und Wind. Weil die Argumentation hier ist ja immer, dass unsere Energiewende viel zu teuer ist für die Welt. Und deswegen kann das gar nicht funktionieren, wenn wir westlichen Länder uns jetzt, und jetzt kommen wir natürlich zu mehreren Themen, also ich habe ja die Themen, ne? Also ich habe eine relativ teure Photovoltaikanlage, ich habe eine ziemlich teure Wärmepumpe und ich habe ein ganz ordentlich teures Auto. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das eher was ist, was für die konsumorientierten westlichen Länder interessant ist. Aber wie funktioniert das dann global mit deiner Kurve? Ja, ich glaube, Bill Gates hat einen guten Begriff reingebracht, der heißt Green Premium. Wir müssen in den emittierenden Technologien den grünen Premium, sozusagen den Aufpreis, das die grüne Alternative kostet, negativ bekommen. Und zwar in allen Sektoren. Und ich glaube, im Energiebereich und im Transportbereich sind wir teilweise schon null oder negativ. Also du kriegst ja in China heute schon ein E-Auto für teilweise 10.000 Euro umgerechnet. Ja, und dann und die Betriebs- und Wartungskosten dann eingerechnet. Ist es am Schluss auf jeden Fall günstiger? Genau, also in den Technologien sind wir schon an einem Punkt, dass der Green Premium negativ ist und damit die exponentielle Kurve nicht mehr aufzuhalten ist. Weil dann hast du genau das, was du sagst. Afrikanisches Dorf, afrikanische Gemeinde oder ein kleiner Staat sagt, hey, wir wären ja blöd, wenn wir weiterhin teures Erdöl importieren. Äthiopien zum Beispiel hat, glaube ich, jetzt auf 100% E-Autos ab einem gewissen Jahr umgestellt, weil es einfach wirtschaftlich Sinn macht. Naja, die können sich ja auch an jeder abgelegenen Stelle theoretisch ein paar Zellen aufs Dach machen und damit ihr Auto vollladen dann. Genau. Die haben ja auch Sonne. Ja, genau. Ja. Also am Ende muss man immer die Wirtschaftlichkeit mit reinnehmen und das geht nur dadurch, dass die grüne Alternative günstiger wird als die dreckige alte, sage ich mal. Und da sind wir, und das ist eigentlich die Kernbotschaft von heute, wir sind an dem Punkt in vielen dieser Bereichen und werden an dem Punkt kommen, die Kurven gehen in die Richtung in vielen anderen, wo wir heute noch nicht sind. Zum Beispiel Ernährung, können wir später noch drüber reden. Ja, wenn ich jetzt gerade die
die Heizung angesprochen habe, die Wärmepumpe und so weiter. Also ich verstehe das mit der Photovoltaik. Das halte ich so ein bisschen in meiner Vorstellung so wie beim Mobilfunk. Ja. Kann man natürlich sagen, die Wärmepumpe brauchen die nicht in anderen Ländern, in vielen, weil es da eh warm ist. Aber wie sieht es da aus in diesem großen Bereich Heizung, Wärme? Also ich glaube, Wärme wird wahrscheinlich noch länger dauern als die reine also Strom für andere Themen, auch für Mobilität. Mhm. Auch da haben wir, glaube ich, in Deutschland einen sehr speziellen Blick drauf, weil bei uns Wärmepumpen aus verschiedenen Gründen deutlich teurer sind. Mhm. Ich war gerade heute Mittagessen mit einem von Octopus Energy. Die haben in UK eine Wärmepumpe für 3.000 Pfund entwickelt. Mhm. Ja, also eine Größenordnung günstiger, als wir eigentlich jetzt die Wärmepumpen hier gewohnt sind. Okay. Und auch hier, je günstiger die Energieerzeugung, desto günstiger wird natürlich auch die elektrische Wärme. Mhm. Aber bei uns, genau, weil du das sagst, günstige Energieerzeugung, irgendwas müssen wir falsch gemacht haben, weil bei uns ist es ja wirklich so, dass die Energie extrem teuer geworden ist. Also wir kriegen gerade das nicht hin. Also auch, also ich bin ja so das Paradebeispiel. Ich habe mir dieses E-Auto gekauft. Nun, bei mir funktioniert vieles trotzdem noch. Aber in dieser Zeit ist der Strompreis, hat sich verdoppelt. Und das liegt nicht nur am Ukraine-Krieg. Mhm. Dafür sind die Netze nicht ausgebaut worden, wo die Ladestationen sind. Das heißt, mein Vorwurf an die Politik wäre sozusagen immer, dass sie schlechte Erfahrungen produzieren. Ja. Das heißt, woher kommt jetzt deine Hoffnung, dass das global betrachtet besser läuft? Einfach nur, weil sie es nicht so machen wie wir? Ich glaube, wir sind bei den Technologien an einem Punkt, wo der Staat möglichst wenig eingreifen sollte, sondern wir können es jetzt der freien Marktwirtschaft überlassen und die wird das regeln. Ich gebe ein paar Beispiele. Wir sind jetzt an einem Punkt, wir sind Opfer unseres eigenen Erfolgs, wir haben 60% Erneuerbare im Netz und wir versuchen immer noch staatlich hier und da einzugreifen. Wir versuchen staatlich durch Ausschreibung zu sagen, wir brauchen hier ein Ausgleichskraftwerk, wir müssen das hier machen. Der beste Weg wäre einfach zu sagen, wir setzen Anreize, dass der Markt das regelt, zum Beispiel, dass wir eben diese krassen Lastspitzen haben und dann mal wieder Abende, wo wir keine Erzeugung haben, aber viel, viel Verbrauch. Mhm. Zwei Schlüsselwörter sind einmal dynamische Stromtarife, nicht nur für Privathaushalte, sondern auch für die Industrie, dass der Verbrauch der Erzeugung folgen kann und das wirklich dem Markt überlassen. Das heißt, ich gebe Preissignale und dann hat jeder einen Anreiz, sozusagen dann den Verbrauch dahin zu schieben, weil es da gerade negativ ist. Mhm. Damit wird sich das ausgleichen. Und das Zweite, was oft vergessen wird, sind zeitvariable Netzentgelte. Das heißt, Netzentgelte, die dynamisch sind, je nach Last im Netz. Das heißt, ich habe auch hier einen Anreiz, dass, wenn das Netz gerade verstopft ist, der Preis teurer ist und die Leute dann eben nicht zu viel erzeugen oder verbrauchen. Und dann, wenn es gerade nicht verstopft ist, die Leute das auch ausnutzen. Und diese Kombination aus Preissignal und Netzentgeltsignal wäre eigentlich der beste Marktmechanismus, den man haben kann. Ist auch gerade im Entwurf. Mhm. Liebe Grüße an Leon Hirt, ist einer der renommiertesten Energieprofessoren hier in Deutschland, der da sehr, sehr evidenzbasiert auch argumentiert. Zu deiner Frage, leider ist es halt als Politiker immer cooler, irgendwie ein Paket zu schnüren, das die Bürger dann irgendwie greifen können, statt einfach dasselbe ist im CO2-Preis. Vor 5 Jahren hätte man einfach einen CO2-Preis ordentlich aufsetzen sollen, inklusive Rückvergütung. Ist besser als, ich baue jetzt hier eine PV-Anlage als Politiker, aber dann erzeuge ich halt coolere Bilder, wenn ich als Politiker mich da vorstelle und sage, schau mal, wir haben jetzt dieses Kraftwerk gebaut. Jetzt ist es natürlich so, also wir hatten jetzt im letzten Jahr 3-mal einen Stromausfall in Konstanz, der dadurch zustande kam, dass zu viel PV-Strom gerade ins Netz ging. Das heißt, es ist ja, der Markt regelt es und so weiter, dass ist ja nur bis zu einem bestimmten Punkt richtig, weil es gibt ja dann doch ein großes Netz. Also es gibt unterschiedliche Ausgangslagen. Es gibt Leute, die haben ein Häuschen mit einem Dach drauf. Es gibt Leute, die wohnen in einem Mietshaus, wo die Dachfläche jetzt ausreichen müsste für das ganze Haus. Es gibt Leute, die können sich eine Wallbox in die Einfahrt machen. Es gibt Leute, die finden im Umkreis von 200 Metern nicht mehr einen Bewohnerparkplatz. Also das heißt, es gibt ja schon unterschiedliche Voraussetzungen für diese Energiewende. Und in dem Moment kommt ja dann schon auch der Staat und will das regulieren. Ja. Inwiefern ist dieses Regulieren dann, weil du sagtest, soll sich raushalten, wo würdest du da die Grenze ziehen oder wie sollte der Staat das geschickt machen, damit es hinterher auch funktioniert und nicht nur die mit dem Häuschen und dem Geld, das ist ja so ein bisschen immer der Vorwurf, auch an mich in meinen Kommentaren, sich das leisten können, sondern dass es wirklich ja nicht nur die gesamte deutsche Gesellschaft, sondern alle Inder, Afrikaner und Südamerikaner davon profitieren am Schluss. Ja, also
die Antwort ist eigentlich wieder die gleiche. Also was in Deutschland tatsächlich ein Trauerspiel ist, ist das Thema Smart Meter. Mhm. Also wir sind einfach aus verschiedenen Gründen, die in der Politik tatsächlich verschlafen wurden oder wo wir Deutschen dann wieder zu vorsichtig sind mit Datenschutz und so weiter. Wir sind in Deutschland, glaube ich, bei unter 1% Smart Meter Abdeckung, während wir in ungefähr allen Ländern um uns herum bei fast 100% sind. Mhm. Auch wieder ein Beispiel, wo wir als Deutsche eine falsche Wahrnehmung haben. Wir sind da in manchen Bereichen so viel hinten dran im Vergleich zu anderen Ländern. Wir sind kein Vorreiter mehr. Mhm. Was heißt jetzt Smart Meter in dem Fall? Ich kann eben, was du sagst, Konstanz-Stromausfall, hätten alle 100% Smart Meter gehabt, hättest du wahrscheinlich den Verbrauch viel dynamischer regeln können, dass okay. der halt dann abgenommen wird, wenn so viel PV-Strom da ist. Also und zur Antwort wieder ein Staat raushalten natürlich, er soll kluge Anreize setzen, er soll Strukturen schaffen, dass die Marktwirtschaft jetzt arbeiten kann und diese Verbrauch und Produktion gut aussteuern kann, mhm. aber er soll es nicht, so wie wir es teilweise, ich glaube Paragraph 14 ist es, dass der Netzbetreiber es plötzlich dimmen kann. Also mhm. das wäre eigentlich wieder ein Eingriff, der Quatsch ist. Also das kann man für als sozusagen letztes Mittel nehmen, bevor es einen Netzzusammenbruch gibt. Das mhm. darf man denen geben als Recht. Mhm. Aber eigentlich ist es wieder, Dion Hirt sagt immer, hochgradig imperfekt vom System, weil mhm. die sind auch undigital, die machen dann, oh, bevor irgendwas passiert, dimmen wir einfach. Mhm. Und das ist ja, da lassen wir Potenzial auf der Straße, weil wir einfach den Strom dann verschenken, ja. statt zu sagen, hey, wenn es da viel Negativpreis gibt, gibt doch einen Anreiz, einen Großverbraucher den zu nutzen. Ja. Ich habe ja manchmal den Eindruck, dass eigentlich zwar alle davon reden, dass wir hier die Energiewende betreiben, aber dass die schlimmste Vorstellung überhaupt in Deutschland für die Politiker vor allem ist, dass wir alle unsere Stromversorgung selber hinkriegen. Ja? Also das ist jetzt Stichwort dezentrale Stromversorgung, weil du hast es jetzt nicht erwähnt, aber ich sage jetzt mal, das läuft ja darauf raus, dass jeder möglicherweise in der Lage ist oder vielleicht auch, dass Wohnabschnitte oder auch Kommunen oder kommunale Bündnisse, wie auch immer, zusammen einfach sich eine Stromversorgung sicherstellen. Für mich ist immer der Punkt bei der dezentralen Stromversorgung, dass wir ja die Volatilität haben in der erneuerbaren Energie. Und da möchte ich jetzt gerne mal was von dir hören, weil die ist auch global so. Also auch in Afrika und in Indien ist nachts dunkel und manchmal kein Wind, wobei ich gar nicht weiß, ob die überhaupt manche überhaupt mit Wind arbeiten. So, und das heißt, wir brauchen ja trotzdem ja, ein Stück weit Speicher, dann aber vielleicht trotzdem Kraftwerke als Backup. Und damit kommen ja dann doch wieder die staatlichen Strukturen und die wollen ja dann doch auch wieder mitspielen und den Daumen drauf haben, oder? Ich versuche es mal sozusagen in die Komponenten runterzubrechen. Das eine ist die Erzeugungsseite. Mhm. Ich glaube, was wir manchmal in Deutschland vergessen, ist, wenn man sich mal die Kurven von Wind und Sonne übereinander legt, ergeben die eine gruselige gerade Linie. Das heißt, eigentlich haben wir sehr oft, wenn wir viel Sonne haben, wenig Wind und wenn wir viel Wind haben, wenig Sonne haben. Wir haben auch nachts Wind und wir haben auch im Winter Wind. Das heißt, saisonal haben wir im Winter viel Wind und wenig Sonne und im Sommer umgekehrt. Das heißt, wenn wir einfach ordentlich Wind und Sonne über Deutschland verteilen, könnten wir Gesamtdeutschland klimaneutral betreiben. Punkt. Jetzt gibt es ein paar Zeiten, ich mag dieses Wort nicht, Dunkelflaute, wo das nicht ganz ausreicht, dann müssen wir zum einen, die erste Maßnahme sollte immer sozusagen der Verbrauch folgt der Erzeugung. Nochmal, das ist ganz wichtig, wir müssen an einem Punkt jetzt kommen, wo die Flexibilisierung der Lasten massiv vorangetrieben wird. Mhm. Brauchen dann zusätzlich trotzdem noch Speicher. Da haben wir auch jetzt mit hoffentlich bald 40 Millionen E-Autos ein gigantisches Potenzial mit dem bidirektionalen Laden, was du wahrscheinlich auch schon oft betrachtet hast. Mhm. Ich glaube, wir werden trotzdem nicht an gewissen chemischen Speichern vorankommen Zeiten. Ja, um das vielleicht noch einmal nur auszuführen für alle, die da jetzt nicht so drin sind, dass halt wir sagen, wenn wirklich ein Großteil der Autos durch E-Autos ersetzt sind, jetzt mein E-Auto hat eine Batterie in sich, die ist ungefähr 6-mal so groß wie die im Keller ist, aber die ist eben schon da und dann wird es sehr, sehr viele Batterien geben und die könnte man vernetzen und die könnten dann auch in den Zeiten als Speicher allgemein dienen oder als Cloud-Speicher dienen und zusammen vernetzt dann solche Dunkelflauten, auch wenn du das Wort nicht magst, kurzfristig auf jeden Fall überbrücken. Okay. Genau. Flexibilisierung ist dann natürlich der Punkt, dass man schaut, dass man den Strom dann nachfragt oder auch lokal zwischenspeichert und dann noch was hat, wenn es sozusagen regional oder global, trifft es ja nicht zu, aber regional dann gerade mal keinen gibt. Okay, das ist klar. Flexibilisierung.
Ja. Und auch hier ein Beispiel von der Dynamik in Kalifornien, auch wieder eigentlich ein klassisches Vorreiter-Bundesland, ja, ich glaube, die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn es ein Land wäre. Mhm. Und die haben auch immer dieses typische Duck-Curve-Problem gehabt. Ich habe viel Sonnenstrom zur Mittagszeit und dann, wenn der Verbrauch am höchsten ist, abends habe ich dann sozusagen wieder die Fossilen, die einspringen müssen. Mhm. Jetzt haben die, da gibt es von der New York Times einen Woche alten Artikel, der zwischen 2020 oder 2021 und 2024 sozusagen die Kurven mal gemalt hat. Ja. Innerhalb von 3 Jahren haben die es geschafft, mit Großspeichern 30% dieses Peak-Verbrauchs am Abend schon abzudecken. Mhm. Wahnsinn, innerhalb von 3 Jahren. Also, und das ist wahrscheinlich noch im Kopf der Leute vor 3 Jahren. Sowas kriegst du wieder nicht raus aus den Köpfen, sozusagen, Kalifornien funktioniert es ja nicht. Mhm. 3 Jahre später haben die schon ein Drittel davon gelöst, nur mit Batteriespeichern. Ja. Und die Dynamik ist einfach unglaublich. Da kommt man jedes Jahr nicht mehr hinterher, was da gerade passiert und wie schnell die Lösungen gefunden werden. Die disruptive Dynamik. Ich bin ja hier so ein bisschen der Advocatus Diaboli, das heißt, ich challenge sozusagen deine These, dass das alles schneller geht als gedacht. Mal ganz blöd gesagt, wie schnell denkst du denn? Also, weil viele sagen ja, die 2035 oder 2040 Ziele, die schaffen wir ja schon alle gar nicht mehr und so weiter. Also das ist ja jetzt, sind immerhin noch 8 oder 18 Jahre. Was ist so deine zeitliche Prognose? Ich fange mal wieder mit einem Beispiel an und dann meine Prognose. Mhm. China hat sein 2030-Ziel dieses Jahr erreicht. Okay. Also so wie die jetzt schon Wind und PV zugebaut haben, war eigentlich der Plan, in 2030 zu sein. 6 Jahre früher. Das heißt, so Prognosen wären, wenn man die letzten 15 Jahre anschaut, immer übertroffen. Mhm. Ob das E-Auto-Preise angeht, ob das E-Auto-Verkaufszahlen angeht oder eben PV- oder Wind-Zubauzahlen. Mhm. Und China ist jetzt auch nicht für seine geringen Ambitionen bekannt. Ja? Ja. Also das ist unfassbar, auch wieder hier zu sehen, wie selbst so ein Land, das mit Planwirtschaft einfach zubaut, sich unterschätzt, wie schnell die Dynamik ist. Deswegen meine mutige Prognose ist, dass wir den Energie- und den Transportsektor in weniger als 10 Jahren komplett elektrifizieren werden. Also nur noch batterieelektrische Autos, Trucks und die komplette Energieversorgung aus rein wirtschaftlichen Gründen. Okay. Und wer Lust hat, fährt vielleicht trotzdem noch seinen alten Verbrenner ab und zu mal am Wochenende. Du hast hier an der Straße gesehen, das ist ein Pferdehof. Also ja. Es gibt heute noch Leute, die reiten und das als Hobby betreiben. So wird es auch sicher mit alten Oldtimern sein und das ist auch völlig okay. Mhm. Aber so wird es übrigens. Die braucht man nicht verbieten, willst du damit sagen? Die braucht man nicht verbieten, genau. Also das Verbrennerverbot wäre jetzt gar nicht unbedingt deins. Genau, auch wenn es offiziell kein Verbrennerverbot gibt. Das hat die Lobby ganz gut so geframed. Mhm. Genau, man muss nicht verbieten, weil Stand heute ist, der Markt hat entschieden. Mhm. Seit 2017 sind Verbrenner rückläufig. Also die Verkaufszahlen für Verbrenner global sinken seit 2017. Okay. Das haben auch viele nicht so im Kopf. Bei uns heißt es ja eher, wir haben einen Einbruch zum Vorjahr und seit es keine Förderung mehr gibt, ist das, denkt jeder, nee, die wird sowieso, den Verbrenner wird es noch ewig geben und die deutschen Autohersteller produzieren wieder Verbrenner. Also das sind jetzt andere Nachrichten, die jetzt nicht zu dem Bild passen, was du gerade sagst. Genau, das sind halt immer die Tagesnachrichten, die vielleicht auch ein gewisses Aufmerksamkeitsinteresse haben. Aber wenn man sich wirklich mal die harten Verkaufszahlen anschaut, auch in Deutschland, auch global, ist es eindeutig. Und vielleicht kann man das hier einblenden. Es gibt einen super interessanten Clip von dem VW-Chef Müller in 2017 mit großem Beifall, wo er sagt, jetzt mal zum Thema Tesla, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Tesla verkauft dieses Jahr 80.000 Autos und VW macht 11 Millionen in diesem Video und ich glaube 13 Milliarden Gewinn. Mhm. 2017. Seit 2017 eben sinkt der Verbrennerverbrauch, also lustiges Jahr, dass dieses Video da auch entstanden ist. Ja. Und letztes Jahr, du weißt die Zahlen genauso, Tesla 2 Millionen fast an verkauften Fahrzeugen und auch 14 Milliarden Gewinn. Also so viel Gewinn, wie der VW-Chef 2017 noch angegeben hat, dass VW macht, macht Tesla letztes Jahr und Model Y meistverkauftes Auto der Welt. Mhm. Unglaubliche Dynamik, 6 Jahre, ja, von irgendwie tosendem Beifall, deutsche, ich glaube, Aktienversammlung oder so, alle lachen sozusagen Tesla aus zu, okay, 6 Jahre später. Also wir haben in Deutschland ja eine ganz andere Sicht. Liegt das daran, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber liegt das vielleicht daran, dass wir gesagt haben, oh, wir haben den Klimawandel, wir dürfen jetzt nicht mehr fliegen und deswegen schauen wir uns die Welt nicht mehr an und kriegen nicht mehr mit, was da passiert?
Also man muss leider sagen, und das ist mir auch immer mehr jetzt bewusst geworden, die letzten Monate, dass eigentlich seit 30, 40 Jahren die Ölindustrie mit Milliarden dieses Narrativ strickt. Immer, die haben angefangen mit dem Narrativ, Klimawandel gibt es nicht, irgendwann konnten sie nicht mehr leugnen und jetzt geht es halt sehr stark dahin. Also BP hat ja diese Kampagne vom CO2-Fußabdruck erfunden, das wissen auch die wenigsten. Also das Konzept des CO2-Fußabdrucks hat die Ölindustrie erfunden, um die Schuld dem einzelnen Bürger zu geben, statt der Ölindustrie. Okay. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das kann man alles nachlesen, gibt es hunderte Paper dazu und viele Videos, auch spannende Dokumentationen. Und eigentlich marketingtechnisch der cleverste Schachzug, den man sich vorstellen kann, weil dann die Diskussion und wenn man auch die Mainstream-Medien anschaut, immer Richtung, was kann ich selber tun, kann ich weniger Fleisch essen, kann ich weniger fliegen? Und ist eigentlich alles Quatsch, solange sozusagen der Unterbau aus fossiler Infrastruktur besteht. Solange unser Fliegen, unsere Autos, unsere Wärme fossil funktioniert, kann ich noch so viel verzichten, ich werde den Fußabdruck nicht runterbekommen. Und ich glaube, das ist ein Teil des Grunds, warum wir so denken, okay, Klimawandel ist blöd, den zu bekämpfen, weil da muss ich verzichten. Selbst wenn wir haben es bei Covid gesehen, so viel Verzicht kann man dem Menschen ja gar nicht zutrauen und was es an Schaden angerechnet hat. Ja. An den Emissionen waren es, glaube ich, gerade mal 7%. Und wir müssen ja auf null kommen. Also 7% bringt uns überhaupt nichts. Das heißt, Verzicht wird nicht funktionieren, aber dieses Narrativ ist da. Ich glaube, das ist ein Thema. Dann ist in Deutschland sicher ein emotionales Thema. Wir haben sozusagen den Verbrennungsmotor erfunden. Wir haben das jetzt 100 Jahre perfektioniert. Verstehe ich auch als Ingenieur, dass man da, und ich war selber 2 Jahre auch in einem großen Dieselmotorhersteller und habe diese Emotion auch miterlebt und auch zu Recht miterlebt. Das ist einfach, wenn das dein Lebenswerk ist, das du 30 Jahre gemacht hast, dann kämpfst du dafür. Hilft aber trotzdem nichts. Also gibt es den guten Satz, eine Industrierevolution kann man nicht aufhalten, man kann sich nur überlegen, ob man auf der Gewinner- oder Verliererseite stehen wird. Aber wenn man zurückdenkt, ja, will man nicht der sein, der auf die Kutsche gesetzt hat, der auf die Schreibmaschine gesetzt hat oder auf die Analogfilmkamera, weil Disruption lässt sich nicht aufhalten. Und darum ist es eigentlich, auch wenn es weh tut, immer besser, lieber die Welle zu reiten, als sie versuchen aufzuhalten. Ich glaube, man kann es vielleicht 1-2 Jahre tun, so wie es jetzt gerade ist, wenn sozusagen der Stammtisch kocht und man jetzt gerade eine Förderlücke hat. Aber am Ende, sagen wir mal 2-3 Jahre in die Zukunft, ganz normaler Bürger überlegt sich, kaufe ich mir ein E-Auto für 20.000 oder kaufe ich mir einen Verbrenner für 25.000. Das E-Auto hat fancy Features. Ich kann es sogar noch irgendwie als Speicher nutzen für mein Haus. Wird sich der Normalbürger, egal was der Stammtisch jetzt heute noch sagt, in 2 Jahren dafür entscheiden, rein wirtschaftlich. Ich meine, mir fallen ja sofort eben als Advocatus Diaboli alle jede Menge Gegenargumente ein oder das, was halt so allgemein gesagt wird. Es gibt ja gar nicht genügend Rohstoffe für die ganzen Solarmodule und die Windräder haben auch Beton drin und genau, und die E-Autos haben diese Batterien und da ist Kobalt drin und dann und das ist und die ganzen Chips, die sind sowieso aus Taiwan. Das heißt, da sind ja wahnsinnig viele Vorbehalte noch dazwischen, um daran zu glauben. Ja, also wir haben natürlich eine Welt, die jetzt nicht brüderlich miteinander alles teilt. Wir haben eine globale Wirtschaft, die gerade eher gegeneinander steht und so weiter. Sind das die ernsthaften Bedrohungen von dieser Entwicklung? Also Geopolitik spielt immer mit rein, auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht ein paar Konzepte, um das nochmal ein bisschen einzuordnen. Was wir jetzt in der erneuerbaren Welt haben, ist, dass wir Rohstoffe gebrauchen und nicht verbrauchen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Wenn ich ein Verbrennerauto 10 Jahre fahre, dann brauche ich, ich weiß nicht, wie viel hunderte Tonnen an Diesel. Und die 10 Jahre danach brauche ich genau die gleiche Anzahl an Diesel nochmal, weil der ist ja dann weg, der ist verpufft, der ist verbrannt. Zusätzlich mit CO2, das in der Atmosphäre ist. Wenn ich ein E-Auto fahre, habe ich einmal das Lithium aus dem Boden geholt, fahre die 10 Jahre mit Wind- und PV-Strom und die 10 Jahre danach brauche ich keine weiteren Rohstoffe, sondern ich fahre einfach nochmal mit den gleichen Rohstoffen wieder 10 Jahre und dann nochmal 10 Jahre. Und eine gute Freundin von mir hat ein Startup in München, die heißen 2Zero. Die bringen gerade Lithium-Recycling auf Zero. Dann heißen die 2Zero. Also wir sind gerade... Jetzt sind wir ja bei 95%. Genau, wir sind bei 95% und die machen es auf null. Das heißt, dieses Verbrauchen versus Gebrauchen ist ganz wichtig zu verstehen, glaube ich, was oft in der Diskussion vergessen wird. Ich nehme den noch einmal raus und kann den dann recyceln zu... Ich muss jedes Mal wieder fördern. Um die Zahl, die habe ich tatsächlich gestern gesehen... 300 Millionen Tonnen ungefähr brauchen wir an diesem ganzen Lithium, Kobalt und so weiter jährlich für den Gebrauch. Wir haben aber heute 15 Milliarden Tonnen
an Öl allein, das wir jedes Jahr raus meinen, das wir danach auch jedes Mal wieder trotzdem brauchen, weil es dann weg ist. Genau. Also ich glaube, Ölrecycling ist noch relativ in den Kinderschuhen, ne? Ölrecycling ist ziemlich in den Kinderschuhen, genau. Also schauen, Kunststoff ja, aber hinbekommen werden. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen wieder der deutsche Perfektionismus. Die Amerikaner sind manchmal pragmatischer, die sagen, okay, 80% passt schon, wir legen jetzt mal los. Mhm. In Deutschland haben wir immer so diesen Anspruch, wenn jemand was Gutes tun will und ein E-Auto fährt und sagt, ich will damit die Welt retten, dann wird ganz genau auf letzte Gramm Lithium geschaut, wo kommt denn das überhaupt her? Bei irgendwie einem Verbrennerauto weiß man, dass es irgendwie dreckig ist da und dann fragt man da nicht mehr nach. Und ich glaube, das ist auch vielleicht da nochmal auch ein Gruß an Jan Hegenberg, der da extrem gute zwei Bücher geschrieben hat zu einmal Weltuntergang fällt aus und einmal Klima-Bullshit-Bingo, der genau solche Argumente extrem gut nochmal zerlegen kann, viel besser als ich es kann, wie heuchlerisch wir auch selber manchmal als Privatverbraucher da rangehen. So bei den Themen, die schon immer da waren, die hinterfragen wir nicht, dass da eine riesige Raffinerie-Infrastruktur gebaut wurde und Ölpipelines, weil die ja schon immer da waren. Während wenn wir ein neues Windrad bauen, ist es ja neu und dann ist es ja irgendwie blöd für die Landschaft. Und das Neue kann sowieso nicht funktionieren, solange bis es halt dann funktioniert, sozusagen. Solange bis es dann funktioniert. Und leider haben wir so lange bekämpft, dass dann die anderen die Industrien aufgebaut haben, die wir wieder verpasst haben. Bei der Photovoltaik auf jeden Fall. Bei den E-Autos sieht es eigentlich auch so aus. Ich suche immer noch nach den Gründen, also was in die Suppe spuckt, weil, also du beschreibst ja die Entwicklung und du sagst, das ist so. Diese Entwicklung ist so. Egal, was wir hier darüber denken, egal, was wir hier diskutieren, die E-Autos sind auf dem Vormarsch, aber wir sind da noch nicht an dem X von dieser Kurve, oder? Also, wenn man jetzt die Kurven anschaut, wie gesagt, Verbrenner seit 2017 rückläufig, E-Autos so, also man sieht schon ganz schön diese... Sie laufen aufeinander zu. Diesen Anlauf. In China haben sie sich schon gekreuzt. Okay. War vor ein paar Wochen tatsächlich ein schönes Bild von der Kurve, dass sozusagen, da sind noch Hybride dabei, wir sind glaube ich mittlerweile nur noch 10% von den elektrischen, dass die sich sozusagen gekreuzt haben. Also wir sind da schon bei 50%. Also es könnte sein, dass in 20, 30 Jahren die Welt nicht untergegangen ist, sondern stattdessen wir dieses ganze Problem nicht mehr als Problem empfinden. Wir werden sicher andere Probleme haben und man sieht jetzt auch den letzten Kampf der Ölindustrie, die haben die Klimakonferenz gekapert, indem sie einfach einen Ölchef als Klimagastgeber gemacht haben und auch hier wieder ein guter Buchtipp, Männer, die Welt verbrennen, unfassbar spannend, aber auch frustrierend, wie die Ölindustrie seit 40 Jahren mit Milliarden eigentlich die gesamte Politik, vor allem in den USA, gekauft hat, um diesen Wandel zu verhindern. Also ich glaube, da wird es regulatorisch noch viel aus der alten Industrie geben. Es wird aber immer schwieriger, weil natürlich die Argumente immer schwieriger sind. Also die können das Preisargument nicht mehr bringen. Also das konnten sie die letzten 20 Jahre sagen, ja, Erneuerbare sind viel zu teuer, E-Autos sind viel zu teuer. Das wird halt immer schwieriger durchzusetzen. Das ist sozusagen die Klammer. Aber um deine Frage zu beantworten, ja. Also wir werden, was das Klima, sozusagen die Emissionenreduktion angeht, sehr viel schneller sein, als wir es uns heute vorstellen können oder manchmal frustriert sind darüber, weil die Technologien, die klimaneutral sind, die alten ersetzen in der klassischen Disruptionskurve. Und Disruption, ich habe mir damals 100 plus Disruptionen angeschaut, die typischen Kurven, die sind immer zwischen 10 und 15 Jahre. Selten länger, eigentlich nie länger. Also wir reden nicht von 50 Jahren, wir reden von 10 bis 15 Jahren, ab dem Punkt, wo irgendwie die Kurve langsam anfängt zu steigen. Also ich kann diese Kurve verstehen in dem Moment, wo das Neue interessanter und vorteilhafter ist als das Alte. Es gibt eben so ein paar Themen, bei denen bin ich skeptisch. Das eine ist alles, was staatliches Handeln betrifft, also auch Netzausbau, Backup-Lösungen. Also habe ich dich vorhin richtig verstanden, dass du meinst, dass wir die gar nicht brauchen werden? Ich glaube, wir werden sie deutlich weniger brauchen, als wir denken. Auch da gibt es wieder Leon Hirt, das Paradox, man denkt, man braucht es, je mehr man die erneuerbare Erzeugung hat und die Daten zeigen aber was ganz anderes, weil die Annahmen sind immer, alles andere bleibt gleich und ich erhöhe die Erzeugung, ja, dann sozusagen brauche ich viel mehr Backup-Lösungen. Aber dieses alles andere bleibt gleich passiert halt nie, weil der Markt sich dann anpasst, weil die Erzeugung wieder der Verbrauch der Verzeugung folgt und die Dynamiken dann wieder so sind, dass die Lücke, die wir schließen müssen, immer, zumindest historisch jetzt gesehen, die letzten 10 Jahre, immer kleiner ist, als wir es befürchtet haben. Wegen Flexibilisierung und wegen auch, ja, weil die vielleicht die neuen Geräte auch weniger Strom brauchen als die alten. Und das ist wieder die Gefahr, wenn staatlicher Eingriff zu viel ist, da gebe ich dir recht und das ist auch meine Skepsis, die dann sagt, hey, wir Planwirtschaft sagen, wir brauchen Ausgleichskraftwerk mit der
Kapazität an dem Ort, weil wir jetzt glauben, das ist so. Hm. Und wenn man sich aber anschaut, dass das System so dynamisch ist, dass du eben sowas nicht vorhersagen kannst, werden wir sicher zu deinem Thema Strompreis dumme Dinge tun. Also am Ende werden wir Investitionen tätigen, die sich nicht lohnen werden, weil der Staat heute antizipiert, wie die Welt in 3 Jahren aussieht und die Energiewelt ist so dynamisch, dass man das nicht vorhersagen kann, sondern das muss einfach durch Marktanreize sich selbst lösen. Ja. Ich denke, Psychologie ist auch noch so ein Thema. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du dazu Zahlen hast, aber das ist so auch noch etwas, wo mir so der Magen ein bisschen grummelt, und zwar sogar noch die Psychologie der Politiker. Das ist so eine Thematik. Politiker haben ja Verantwortungsbewusstsein. Und das führt auch manchmal dazu, dass diese Rolle des Staates als Versorger, jetzt gerade im Energiebereich, ne, oder ja, dass man das kontrollieren kann, natürlich sehr attraktiv ist. Ne? Also die Frage ist, will die Politik überhaupt da den Daumen wegkriegen? Und vielleicht die Frage, wenn du da einen Überblick hast, ist das in Deutschland speziell, ist das in anderen Ländern einfacher, sowas aufzubauen von den staatlichen Vorgaben her? Also zur ersten Frage, ich glaube, die Frage haben sie sich vor 20, 30 Jahren gestellt, zu Recht, und da hatten sie auch die Angst. Da gab es auch einen spannenden Werbeartikel von den großen Energieversorgern in Deutschland, die Erneuerbaren nicht haben wollten, genau aus dieser Angst, sie verlieren ihre Rolle und haben behauptet, dass höchstens 4% Erneuerbare ins Netz gehen. Also kann ich dir auch mal raussuchen, gibt es tatsächlich noch diese Anzeige, die irgendwie mit lachenden Kindern damit werben, hey, Atomstrom, Kohlestrom brauchen wir noch, weil Erneuerbare geht nicht mehr als 4%. Ja. Heute sind wir bei 60%. Also ich glaube, die Frage hat sich erledigt, weil wir heute schon in einer fast dezentralen Welt leben. Also der Staat ist nicht einziger Energieversorger und es gibt auch nicht 3 große, die alles dominieren, sondern wir sind schon in der dezentralen Welt und das ist gut so und es ist nicht zusammengebrochen und wir haben gezeigt, es funktioniert. Und um mal Deutschland auch mal ausnahmsweise zu loben, was das angeht, wir sind in einem liberalisierten Strommarkt deutlich weiter als zum Beispiel die USA oder auch andere große Märkte, weil wir eben nicht ein Energieversorgermonopol haben, die eben sehr starre Strukturen haben und sehr langsam sich erst bewegen, sondern wir haben eben viele innovative Startups, zum Beispiel NPART oder 1,5 Grad oder Octopus, was du sicher auch mal angeschaut hast, die nur hier entstehen konnten, weil in den USA, es gibt keinen einheitlichen liberalisierten Strommarkt, sondern jeder Staat ist anders. Mhm. Und dieses ganze Thema Smart Meter, dynamische Stromtarife, ich vernetze alles am Haus, smart und habe eine Softwarelösung dazu, die funktioniert in Europa und vor allem in Deutschland mit den heutigen Regularien deutlich besser als in anderen Ländern. Mhm. Wenn du gerade Amerika ansprichst, ich meine, da haben wir ja gerade auch einen US-Präsidentschaftswahlkampf. Wie schätzt du Amerika ein? Die setzen doch noch ziemlich auf Fossile und wollen noch Fracken und alles Mögliche machen. Werden sie sich das auch bald überlegen? Ich glaube, da, wie Amerika immer, sieht man wieder die Extreme. Ich glaube, zum einen ist es einfach das Mutterland des Kapitalismus. Das heißt, alles, was irgendwie Geld bringt, schnelle Wachstumskurven bringt, sieht man Beispiel Tesla, werden die vorantreiben. Und wenn es wirtschaftlich Sinn macht, werden die es auch nutzen. Das sieht man. Das beste Beispiel für mich ist Texas. Eigentlich so der klassische Ölförderstaat, der irgendwie sehr republikanisch dominiert. Aber der eigentlich mit den meisten Erneuerbaren. Ja, also ist selbst so. In Texas haben sie erkannt, ich weiß nicht, ob Texas oder Kalifornien größer ist, aber Texas ist schon seit vielen Jahren Vorreiter, was die Erneuerbaren angeht, was Wind und PV angeht und sind da unglaublich dynamisch unterwegs. Also muss man sich mal ein bisschen mit Texas befassen. Aha. Für mich ein Beispiel, dass am Ende immer das Geld zählt in Amerika. Okay. Und selbst wenn jetzt ein Trump sagt, we will drill, baby, drill, so als Republikaner. Wird er in 5 Jahren was anderes sagen. Wenn das andere billiger ist und die Energie dadurch billiger ist, dann meinst du, dass ganz viel von den Ölbohrungen, die jetzt geplant werden, dann gar nicht stattfinden? Genau, das ist ja der typische Begriff der Stranded Assets. Also viele dieser Assets werden einfach nie genutzt werden, weil sie nicht mehr lohnen. Ja. Texas wundert mich auch vor allem deswegen, weil es gibt ja, und damit kommen wir nochmal zur Psychologie der Konsumer, es gibt ja diesen schönen Ausdruck, not in my backyard, und da hätte ich jetzt gedacht, dass es genau was von Texas ist, dass wenn du den Texanern kommst und sagst hier, wir machen hier Flächen-PV oder stellen ein Windrad hin, weiß ich nicht, ob es da Windräder gibt, aber dann sagen die ja, will der schön was pusten, ne? Die Menschen wollen ja nicht unbedingt Veränderung. Und das ist ja auch das, was ich auch in den Kommentaren immer wieder lese, ist halt, was du vorhin angesprochen hast, Flexibilisierung, Smart Meter. Ja,
du musst dein Verhalten ändern. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste. Ja? Also mit einem E-Auto zu fahren, ich versuche das den Leuten immer zu erklären. Ja, ein E-Auto ist halt kein Auto, sondern ein Computer mit einer Batterie und Rädern dran zufällig. Und ich fahre anders als früher. Ja, ich bin ja auch 50 Jahre, 51 sogar, Verbrenner gefahren. Und es ist ein anderes Fahren als früher. Ja, und mit der Wärmepumpe heizen, jetzt plötzlich muss ich immer gucken, was passiert da. Früher hat es mich nicht interessiert. Mir hat mal einer eine zu große Gasheizung eingebaut, hat sie zu hoch eingestellt und dann war immer warm und alles war gut. Und die Rechnung war gewohnt wie jedes Jahr, ich konnte sie bezahlen, war alles okay. So, jetzt plötzlich gucke ich und den Pufferspeicher und hier nochmal 5 Grad und den Überschussstrom doch nicht, weil und so. Das finden die Leute, glaube ich, nicht toll. Also könnte hinterher der Engpass an der ganzen Geschichte die Nichtbereitschaft der Menschen zur Verhaltensänderung sein. Weil ich sag mal, um an deinem ersten Beispiel nochmal anzuknüpfen, eine Digitalkamera zu benutzen, war jetzt nicht vergleichbar aufwendiger zu einer analogen. Sogar im Gegenteil, es war leichter. Und die heutigen Energiewendetechniken sind aus meiner Sicht komplexer, komplizierter, versteht auch nicht mehr jeder. Dann nimm vielleicht mal das Beispiel Smartphone. Mhm. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich jetzt auch gerade meine Elterngeneration anschaue, wie schnell dieser Switch passiert ist, von irgendwie, ich habe ein analoges, ich kann telefonieren, ja, das reicht mir, brauche ich nicht, die meisten WhatsApp-Gruppen sind eigentlich in unserer Elterngeneration und die sind da viel aktiver als die Jungen, würde ich mal sagen. Und wer am störendsten Videos im Restaurant hört, sind die Alten, ja? Genau, von dem her bin ich da sehr optimistisch, dass die auch das hinbekommen. Ja. Und ganz viel in dieser Generation, die finden das cool. Also es wird sicher immer welche geben, die heute noch irgendwie mit der Pferdekutsche fahren wollen, diese Laggards, was wir in der Innovationstheorie so nennen. Aber die meisten, wie du sagst, die ich kenne, auch in dieser Generation, auch die eher Konservativen, die feiern das. Und ich glaube, am Erfolg der Balkonkraftwerke können wir auch schon klar sehen, wenn du den Leuten ein einfaches System zeigst, wo die am ersten Tag merken, hey, da spare ich Geld und das Ding lohnt sich nach 2 Jahren. Ja. Ist die Argumentation durch. Also dann, wie viele Leute kenne ich, auch wenn es, und ich bin großer PV-Fan, selber optisch manchmal nicht so schön finde, dass man da so ein schönes Haus mit so einem Balkonkraftwerk voll kleistert. Die Leute machen es trotzdem, weil sie Geld sparen. Und ich glaube, da bin ich, kann man gut finden oder nicht, der Homo economicus, der wird sich immer durchsetzen. Und nicht nur hier in Oberschwaben, sondern auch überall auf der Welt. Wenn die Leute damit besser fahren, mit besseren Energiepreisen, werden die Leute es machen. Aber das ist natürlich für, ich bin jetzt mal wieder böse, aber für Grüne oder für Leute, die aus diesem Milieu kommen und irgendwie vor allem auch denken, dass man verzichten soll, damit das Ganze funktioniert. Es ist ja fürchterlich, wenn du sagst, dass die freien Marktkräfte und der Kapitalismus den Klimawandel am erfolgreichsten bekämpfen werden. Das ist natürlich die Frage, vielleicht doch noch, warum haben sie das nicht schon längst gemacht? Weil das wäre jetzt so von meinem Bruder zum Beispiel der Standardeinwand. Die hatten doch jahrzehntelang Zeit dafür. Warum haben es die freien Marktkräfte nicht geschafft? Warum? Es haben ja auch schon vor 50 Jahren welche mit E-Autos rumgemacht. Warum hat es da den Elon Musk gebraucht? Das ist praktisch der Anstoß für die disruptive Entwicklung, die dann letztendlich wirklich zum Erfolg führt. Der größte Anstoß, das habe ich vorhin vielleicht noch nicht erwähnt, was meistens diese Kurve befeuert, ist das sogenannte Wright'sche Gesetz. Mhm. Viele kennen das Moore'sche Gesetz aus den Computerchips, so alle 2 Jahre verdoppelt sich die Kapazität sozusagen der Transistoren und so ist ja auch die Chipindustrie krass, hat sich entwickelt die letzten Jahrzehnte. Was weniger bekannt ist dieses Wright's Law, das heißt, wenn ich die Produktionskapazität von einem Gut verdopple, dann sinkt der Preis im Durchschnitt 20-30%. Mhm. Und das ist dann so ein positiver Teufelskreis, weil jedes Mal, wenn ich wieder verdoppelt, sozusagen sinkt der Preis und das ist auch ein Grund, warum PV-Module so extrem gesunken sind im Preis. Mhm. Und die Antwort ist, warum haben wir es vor 20 Jahren nicht gemacht? Wir haben es gemacht, wir haben es nur noch nicht so gesehen, weil der Preis noch so hoch war, dass es einfach für die allermeisten Leute irrelevant war. Und deswegen hat es zu Recht in Deutschland dieses EEG gebraucht, um für die Menschheit am Anfang diese Kostenkurve runterzukriegen. Darum glaube ich, der Staat hat eine Rolle am Anfang von solchen Technologien, um die Kosten runterzubekommen. Und dann Wright's Law eigentlich seine Arbeit machen lassen. Okay. Und das ist der Grund, warum es damals sozusagen noch nicht gesehen wurde. Wir sind jetzt an einem Punkt, lass es laufen. Also wir können es auch nicht mehr aushalten. Wir müssen gar nicht sagen, lass es laufen, weil es läuft eh. Mhm. Und wir sehen es an den Zahlen der Balkonkraftwerke, wir sehen es an den Zahlen an Häusern, die gerade PV draufbauen. Und das ist noch der zweite Begriff. Wir hatten damals in unserem letzten Startup einen Investor, der ausschließlich in so Climate Tech, Deep Tech Themen investiert hat. Und der hat immer das Konzept des Mr. Burns Test gebracht. Also wenn
der gierige Kapitalist aus Simpsons, falls jemand den Mr. Burns nicht kennt, der muss dein Produkt kaufen. Hätte der ein E-Auto für 15 Jahren gekauft, so ein besserer Golfwagen? Nein, weil es einfach schlechter war als ein Porsche 911. Aber hätte der heute einen Rimac oder einen Tesla Plaid Model S gekauft? Auf jeden Fall. Nicht, weil es grün ist, sondern weil es geil ist. Ja. Und das muss man leider so sagen. Dass, und das hatte ich im ersten Startup die Erfahrung, wenn man nur die Idealisten angeht, die sind halt nur 1-2% der Bevölkerung, leider. Und dann hat man nicht den Impact, den man will. Dann hat man die Grünen, die sagen, ich verzichte, ich kaufe mir eine Bambuszahnbürste und irgendwie fahre ein E-Auto mit 100 Kilometer Reichweite. Aber am Ende, um wirklich global eine Veränderung zu schaffen, musst du den Mr. Burns-Test bestehen. Dann muss auch am Ende der Mr. Burns dein Produkt kaufen, weil es einfach besser ist. Und das muss ich sagen, gilt natürlich auch in den vielen Bereichen, in denen ich tätig bin, auch im künstlerischen Bereich, auch im Coaching-Bereich, auch mit meinem Verlag. Wenn man versucht, seine Kunden zu erziehen, hat man meistens keinen Erfolg. Nein. Ja, also das ist eigentlich, da sind wir tatsächlich auf einem komischen Weg, weil eigentlich ist es bekannt, dass es nicht funktioniert. Also niemand will gerne erzogen werden. Ja, aber das ist tatsächlich ein bisschen das, was gerade passiert. Ja, zum Schluss, wir hatten es vorhin angekündigt und das finde ich natürlich spannend. Ich meine, du hast vorhin gesagt, 90% sind Wohnen, Mobilität und Landwirtschaft. Energie, Transport und Landwirtschaft. Genau. Energie, Transport und Landwirtschaft, genau, das sind die Bereiche. Und die Landwirtschaft macht, soweit ich das weiß, global zwischen 20% und 30% der globalen Emissionen aus, also Treibhausgasemissionen. Ja, und jetzt, wenn wir den Rest sozusagen hinkriegen in den nächsten 20, 30 Jahren, wie sieht es bei der Landwirtschaft aus? Was ist da gerade disruptiv? Da sind wir ein bisschen weiter vorne an der Kostenkurve, würde ich sagen. Also da ist der Green Premium noch ein bisschen höher, aber wir sehen genau die gleichen Muster wie überall. Und das ist vielleicht etwas, was viele Leute noch nicht so auf dem Radar haben, aber ich gerade eben dieser genannte Investor, der in San Francisco so im Mekka der Innovation sitzt, eigentlich nur solche Themen investiert. Die Hauptthemen, was Emissionen bei Landwirtschaft angeht, ist einmal die Milchproduktion und die Fleischproduktion, weil ich einfach da Rinder habe, die Methan ausstoßen und eben pupsen, wie du es vorhin genannt hast. Und jetzt ist spannend, wenn man das Thema Milch mal anschaut. Was ist Milch? Milch ist 95% Wasser und 5% Milchproteine und andere biologische Stoffe, die da drin sind, die es zur Milch machen. Und wenn man denkt, wie unglaublich ineffizient der Produktionsprozess heute ist, ich lasse irgendein Tier, das eine Weide irgendwie isst, ich brauche unglaublich viel Fläche, anwachsen, um dann eigentlich daraus die Milch zu ziehen, habe aber diese Produktionsmaschine umsonst dastehen, die viel Energie braucht, eigentlich und 95% Wasser produziert. Ja. Jetzt gibt es Startups, die, das Schlüsselwort ist Precision Fermentation, im Endeffekt den Bierbrauprozess. Ich nehme Mikroben, die Zucker nehmen und das umwandeln in Alkohol, im klassischen Alkoholgärungsprozess, übertrage ich jetzt gerade auf alles. Und da gibt es Startups, die das für Milch machen. Das heißt, die produzieren über so diesen Bierfermentationsprozess Milchproteine, fügen 95% Wasser hinzu und haben 1:1 Milch. Also das ist keine Hafermilch, das ist keine Sojamilch, das ist echte Kuhmilch, aber ohne die Kuh. Und wenn man sich mal vorstellt, was das bedeutet, ich habe einen unfassbaren Kostenvorteil, ich habe einen Flächenvorteil, ich brauche 99% weniger Wasser, ich habe 99% weniger Emissionen. Das ist sozusagen der eine Part, der super spannend ist, was in vielen Bereichen der Ernährung gerade passiert. Wenn man das mal weiterdenkt, utopisch, wie viele Flächen plötzlich frei werden auf der Welt, gibt es Rechnungen, dass, ich glaube, die gesamte Fläche von USA, China und Australien plötzlich renaturiert werden könnte, wenn wir diese Landwirtschaft aufgeben. Okay. Ja? Also darum bin ich so unglaublich optimistisch. Also Viehzucht kommt ja auch noch Fleisch raus. Und genau, und das zweite ist sozusagen Fleisch. Das ist auch in Deutschland mit dem politisch nicht so schönen Wort Laborfleisch gerade extrem stark im Kommen, was auch wieder viele Leute nicht auf dem Radar haben, weil ich glaube, vor 8-9 Jahren hat ein Kilo Laborfleisch ungefähr 1 Million gekostet. Wir sind heute beim doppelten, dreifachen vielleicht. Also es gibt immer noch ein Green Premium, was ich vorhin erwähnt habe, aber der ist deutlich geringer geworden und die Kostenkurve, jedes Jahr wird sie geringer und ab einem Punkt, wo Laborfleisch günstiger wird als normales Fleisch und das meiste Fleisch, das wir essen, ist ja nicht, ich habe mir ein schönes Filet Mignon Steak irgendwie gebraten und das soll auch jeder wie der Oldtimer, soll jeder noch fahren dürfen und können in Zukunft, aber ich sag mal, 90-95% des Fleisches ist in irgendeinem Big Mac drin, wo es mir eigentlich völlig wurscht ist, wo das produziert wurde. Also im Zweifel ist mir lieber schön steril in einer Produktionsstätte produziert worden, als in einem unmenschlichen, mit Leid versehenen irgendwie Kuhstall. Und diese 90-95% Fleisch kann ich plötzlich eigentlich in der Fabrik herstellen. Okay. Das exakt gleiche Fleisch ist, als wie wenn ich die Kuh produzieren würde. Okay, und gibt es das schon?
Es gibt schon, ja. Kann ich das schon kaufen? Man kann in USA, Upside Foods zum Beispiel, waren so die Pioniere, da war auch eben unser Investor damals der erste Investor, die haben die Zulassung von der FDA bekommen vor ungefähr einem Jahr. Das heißt, man kann dort echtes Chicken, also wirklich Hähnchenfleisch kaufen, nicht irgendwie einen Sojaschnitzel-Imitat, sondern echtes Hähnchenfleisch, das aus der Produktion dort stammt, kann man kaufen. Und die dafür verwendeten Rohstoffe, weil das ist ja immer so noch dann so ein bisschen so der, es gibt ja immer die Einwände und auch gegenüber den Fleischersatzprodukten aus Soja gibt es ja dann den Einwand, auch Flächenverbrauch und talala. Da ist es anders bei den eingesetzten Rohstoffen? Es ist immer besser, als das Tier einfach hochzuziehen. Also kann man sich ja auch wie beim E-Auto eigentlich mit gesundem Menschenverstand erklären, dass natürlich, wenn ich ein Tier erst aufwachsen muss, das hat ja lauter Sachen, die ich eigentlich am Ende im Fleisch nicht brauche, die ich dann wegwerfe. Und ich kann ja wirklich dann nur rein aus diesen Rohstoffen. Ich brauche diese ganze Fläche nicht. Also ich muss ja nicht erst die Pflanzen wachsen lassen, die das Tier dann isst, um dann das Tier irgendwo zu schlachten und dann irgendwo hin zu transportieren, sondern ich kann ja den Transport mir größtenteils sparen, weil ich die Fabrik näher an die Verbraucher packe. Ich brauche die ganze Fläche nicht, weil ich das Tier nicht irgendwo weiden lassen muss. Der von Rügenwalder hat, glaube ich, immer gesagt, irgendwie, die haben ja irgendwie komplett auf vegetarische Wurstwaren umgestellt. Und dann hat er gesagt, ja, er findet es halt irgendwie doof, dass er diese Sachen erst durchs Tier durchpressen muss. Er macht es dann einfach gleich direkt. Gleich direkt. Also warum den Umweg gehen? Ja. Ich habe mal mit einem glühenden Rinderzüchter gesprochen und der meinte eben, dass die Rinder halt eine ganz tolle Aufgabe für uns Menschen übernehmen, dass sie nämlich, also dass wir in dem Fleisch der Rinder Nährstoffe zu uns nehmen können, die wir sonst nicht vertragen würden. Also wir könnten das Gras halt nicht essen und daraus nicht die Nährstoffe rausziehen und deswegen sind die Rinder die Maschine dazwischen, die uns das ermöglicht. Und dieses künstliche Fleisch leistet dasselbe, 1:1, das ohne Leiden sozusagen? Ohne Leiden, genau. Mhm. Und auch das ist natürlich, die Aussage stimmt genauso wie, dass es stimmt, dass E-Fuels klimaneutral sind. Ja. Mhm. Nur die Frage ist halt falsch gestellt. Also klimaneutral heißt nicht unbedingt das Beste, wie ich das System gerade aufsetzen soll, weil wenn das heißt, ich muss irgendwie den ganzen Urwald abholzen, um Reste zu haben, um dann E-Fuels zu bauen, dann ist es zwar klimaneutral, aber die Welt ist trotzdem kaputt. Mhm. Das Gleiche ist, glaube ich, wie das Tierbeispiel. Ja, ich habe vielleicht da mehr Nährstoffe, aber ich könnte die Nährstoffe anders, viel effizienter rausbekommen, als wenn ich erst die Kuh wachsen lassen muss. Mhm. Ja, spannend. Und damit könnten wir dann diesen Anteil auch noch erheblich reduzieren oder fast auf null kriegen. Genau. Und wenn es dann gelingt, eben entsprechend auch günstiger zu sein. Wir haben ja jetzt gerade vor allem auch immer den Kampf, dass die Landwirte immer weniger für das kriegen, um uns zu ernähren. Und das würde wahrscheinlich ein paar Landwirte und ein paar Viehzüchter kosten dann. Ne? Das ist die große sozusagen Downside von so einer Transformation. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Mhm. Es gab damals, was ist mit den ganzen Pferden passiert? Wir haben sie gegessen tatsächlich. Ich habe das mal recherchiert. Mhm. Die Menschheit hat die ganzen Pferde von den Pferdekutschen gegessen. Mhm. Es gab jahrelang irgendwie Pferdefleisch auf dem Speiseplan und natürlich viele der Industrie der Pferdekutschen. Für die ist es nicht schön in dieser Zeit. Ja. Genauso wie es jetzt für einen Verbrennerexperten, der 50 Jahre es gemacht hat, nicht schön ist. Wir werden die Auspuffe in der Mitte durchschneiden und dann als Pflanzkübel verwenden. Vielleicht, ja. Das ist dann wieder der grüne Idealismus. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also wir brauchen immer ein Stück Idealismus, um am Anfang diese Kosten runterzubringen. Am Ende müssen wir es aber immer, da bin ich immer Verfechter der Marktwirtschaft, in den Mr. Burns-Test reinbekommen, dass es in der Masse funktioniert. Mhm. Und das lässt sich nicht aufhalten. Das ist für die betroffen sind, auf der Verliererseite ist es immer hart. Aber die Lösung wird nie sein, versuchen, das aufzuhalten, sondern lieber mutig in die Zukunft schauen. Wow, ja, vielen Dank für dieses ermutigende Gespräch. Ich bin sicher, dass ich in den Kommentaren jede Menge Gegenwind dazu finden werde. Ich würde mich freuen, wenn auch einige vielleicht die das auch ermutigend fanden, das dann auch äußern in den Kommentaren, sodass es sich ein bisschen die Waage hält. Ich bin aber auch sehr gespannt auf eure Gegenargumente. Ich habe versucht, schon viele dazu heute unterzubringen. Ja, gebt uns auf jeden Fall ein Like auf dieses Video, abonniert meinen Kanal, schaut auch mal auf seine Webseite vorbei, die ich Ihnen in der Beschreibung verlinke und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und die beiden Videos könnten dir auch gefallen.